Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Tracking-E-Bikes an. Die E-Bikes sind in die Kategorien Vergleichssieger, Preis-Leistungssieger und beste Bewertung eingeteilt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Finde in diesem Video heraus, welches Tracking-E-Bike das beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit dem HEPA 3.0. Dieses Tracking-E-Bike ist für Herren konzipiert und bietet eine ganze Reihe an qualitativ hochwertigen Bauteilen. Bei dem Motor handelt es sich um einen Shimano DUE7000 Mittelmotor mit einer Leistung von 250 Watt und 60 Newtonmeter. Mit diesem erreichst du eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Die flache Bauart und die robuste Schutzabdeckung sollen ihn gegen hervorstehende Wurzeln und Steine während der Fahrt schützen. Auch der Akku kommt vom Markenhersteller Shimano. Der BT-E8010 Akku mit einer Spannung von 36 Volt hat eine Kapazität von 504 Wattstunden. Das reicht für eine Reichweite von 140 Kilometern. Das Aufladen geht schnell, so lädt der Akku mit dem dazugehörigen Ladegerät 80% seiner Kapazität innerhalb von 2,5 Stunden. Von 0 auf 100% benötigt der Akku 5 Stunden. Eine Shimano ERD M6000 Kettenschaltung mit 10 Gängen kommt bei diesem Fahrrad zum Einsatz. Die Scheibenbremsen, ebenfalls von Shimano, sorgen für einen kurzen Bremsweg. Und jetzt geht's weiter mit dem Taoki 820L. Dieses Tracking-E-Bike hat einen leichten Rahmen aus Aluminium und ist mit 27,5 Zoll großen Laufrädern ausgestattet. Das Bike ist mit einem 250 Watt starken Hinterradnabenmotor ausgestattet und wird mit einem 36 Volt Akku mit einer Kapazität von 12,5 Amperestunden und einer Reichweite von maximal 80 Kilometern betrieben. Das E-Bike kann Höchstgeschwindigkeiten von 25 Kilometern pro Stunde erreichen und ist mit mechanischen Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet. Das Tracking-E-Bike bietet eine Kettenschaltung von Shimano mit 7 Gängen und hat einen zähen und flexiblen Fahrradsitz, der wasserdicht ist. Ausgestattet ist das Bike mit einem Gepäckträger für eine maximale Belastbarkeit von 50 Kilogramm. Es stehen insgesamt 3 Arbeitsmodi zur Verfügung. Die Anzeige der wichtigsten Daten erfolgt über ein multifunktionales LC-Display. Darüber hinaus hat das Bike eine STVZO-konforme Ausstattung mit Scheinwerfern und Reflektoren. Die Lieferung des Bikes erfolgt, wie bei E-Bikes üblich, zu 85% vormontiert. Und weiter geht's mit dem NCM Venice Plus. Das Venice Plus ist für einen täglichen Stadttrip und Trekkingtouren gleichermaßen geeignet. Der Hersteller sorgt für klare Linien und ein modernes Design, weshalb der Motor und der Akku nahtlos in das Aluminium-Rahmendesign integriert sind. Der Lithium-Ionen-Akku lässt sich entnehmen und kann überall aufgeladen werden. Da er perfekt in den Rahmen des Rades integriert ist, reduziert sich das Gewicht und das E-Bike kann in angenehmer Balance gehalten werden. Bei einem vollgeladenen Akku lässt sich im Eco-Modus eine Reichweite von 150 Kilometern erreichen, bei höheren Unterstützungsstufen reicht es für ca. 70 Kilometer. Der Akku besitzt zudem eine extra USB-Schnittstelle, damit du unterwegs dein Smartphone aufladen kannst. Das Herzstück des Tracking-E-Bikes ist der antriebsstarke Heckmotor mit 250 Watt Leistung. Der von NCM produzierte und patentierte X15-Motor ist ein sehr leichter und haltbarer Heckmotor, der eine gute Flexibilität bietet. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Den Vergleichssieger, den Preis-Leistungssieger und das Produkt mit den besten Bewertungen haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch am besten direkt nach, wer von uns zum Sieger gekürt wurde. Außerdem haben wir hier noch weitere Produktvergleiche für euch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!